So, hallo, wir machen weiter bei Fortnite. Im Hintergrund lädt gerade der Parcours, in dem wir auch Achievements sammeln müssen. Wir haben ja dieses Insel-Shopping. Na? Und jetzt gucken wir mal, wo hier die Achievements stehen. Woher ich weiß, was ich an Achievements machen muss. Achievements. Beat a stage, beat a time trail, find a secret collectible. Und, oh, warte mal, ich habe ja gar nicht ausgewählt, die Aufträge. Drei Achievements muss ich finden, okay. Find a secret exit out of a level. If you have issues unlocking the quest, okay. Island Hopper Quest. Wahrscheinlich gibt es hier mehr Achievements als das. Version 1.17. Save File. Reset Progress. Wo kann man hier speichern? Was? Wie? Okay. Transient Temple. Dafür muss ich drei schaffen. Okay. Das ist ein Melly Peak. Corrupted Castle. Okay, die sind wahrscheinlich alle spielbar. Dafür muss ich sieben wahrscheinlich schaffen. Oh, das ist ja sehr interessant gemacht. Okay, also beat a stage, beat a time trial. Find a secret collectible, find a secret exit. Okay, also eine von denen muss ich schaffen. Wir gehen mal in diesen Transient Tempel rein. Oh, das sieht ja jetzt schon cool aus. Da ist der secret exit. Beat stage to unlock, okay. Das ist, ah, das ist time trial, okay. Was kann ich jetzt mit dem Ding machen? Signalfernsteuerung. Ach nee, ich will mich nicht zu Overworld teleportieren. Alles gut, alles gut. Da wollen wir nicht rein. Okay, das ist jetzt schon dann mehr so auf Story aufgebaut, ne? Das ist jetzt nicht so... nicht so was Albernes. So einfach nur Parcours, sondern das ist schon... bisschen auf cool gemacht. Nehmen an, das tut gleich weh, wenn ich da reingehe. Geh durch. Hier irgendein Secret? Nein. Okay, da könnte ich hoch. Okay, hier ist nichts. Ich muss hier hoch. Okay, da sind, da wird's wehtun. Aber wir können hier einfach durch. Okay. Ah, wieso leckt das gerade so böse? Wegen dem Büschen da? Okay, ich muss wahrscheinlich da runter. Ja, ich muss da runter. Einen anderen Weg gibt es nicht. Okay. Gut. Ist das so ein Collectible? Nee, das ist einfach nur ein Symbol. Ist das ein Speicherpunkt? Ah, okay. Hier hinter ist auch nichts. Okay. Da wird es wieder gefährlich. Gut. Ich stelle mir nur gerade die Frage, kann ich hier hoch? Aha. Aber das scheint nur Deko zu sein, oder was? Da kann ich jetzt hier hoch. Nee, da kann ich nicht raus. Kann ich hier hoch? Ja, aber da ist auch nichts. Oh! Oh, wait a moment. Ich glaube, das ist auch nur Deko. Es scheint nur Deko zu sein. Okay. Gut. Hier könnten wir, ich kann mir vorstellen, dass da hier was Secret-artiges ist oder so. Kann ich da hoch? Ja. Und dann hier drauf? Okay, aber da ist, das ist nicht erlaubt, hier weiterzugehen. Okay. Dann ist das kein Secret-Weg. Okay. Ich weiß ja nicht, wie groß das Ding ist. Ob ich jetzt hier ewig Zeit verschwende, wenn ich hier rumgucke. Ich probiere es halt mal probieren. Ne? Ich hänge. Oh, oh. Okay, ich komme wieder raus. Ist hier unten unter der Treppe was? Nein.
Ist hier drüben was? Nein. Okay. Ich meine, da oben steht ja Stage Clears. Es gibt also 12 Stages. Dann gibt es entsprechend auch... Okay. Es gibt für jede Stage einen Secret Token. Einen. Time Trials 0 von 12. Okay. Okay, einfach runter. Scheiße. Okay, sofort... Okay, man hat hier keine Energie. Man wird sofort gestört. Okay. Ach, scheiße. Die waren gerade an, die Dinger. Okay, jetzt mache ich hier Müll. Müll. Jetzt sind die gerade an. Jetzt durch. Okay. Scheiße. Okay, geschafft. Gut, jetzt sind wir gleich wieder da, wo wir gestorben sind. Nämlich hier. Stimmt, hier sind wir schon, hier sind wir schon gestorben. Ist ja jetzt nicht... Nicht viel verpasst. Okay. Wo muss ich da jetzt hin und wie? Ach, da runterfallen. Jetzt sehe ich's. Wie triggere ich die jetzt an? Okay, jetzt hat er gerade geschossen. Dann gehe ich jetzt runter. Na, was? Okay, wie kommt man denn da durch? Wie soll man denn da durchkommen? What? Wie soll man denn da durchkommen? Das ist ja frech. Scheiße. Hier einfach durchrennen, ja. Gut. Aber wie? Okay, jetzt hat... Nein! Oh, scheiße, ich bin doof. Ja. Wie machen wir das denn da unten? Nein, die Feuer ist gerade an, oder? Ne, passt, okay. Ich dachte, das Feuer ist gerade an. Die kann ich einfach durch. Okay, das ist immer ganz easy. Aber da oben, das ist nicht so mehr so easy. Also den trigger ich hier so an. Aber den da unten, der macht mir Sorgen. Ja, weil ich darf da nicht zwischen... Hä? Wie mache ich den denn dann? Scheiße. Nein! So. Wie mache ich jetzt den da? Muss ich erst den antriggern und dann so runter? Okay, das könnte gehen. Aber komisch, ne? Scheiße. Nein! Ich renne einfach mal durch. Okay, hat geklappt. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hatte vorhin den Eindruck, dass ich da so gut durchkomme und dann mache ich jetzt hier so viel Quatsch. Was ist denn das hier? Ich meine, ich kann doch hier nicht jedes Mal warten, bis einer runterfällt und dann hinterher. So, das muss doch anders gehen. Ach, ich bin dumm. Ja, jetzt sehe ich es auch.
Gut, dass sie es vorgemacht hat. Einfach hier warten. Dann den antriggern. Klappt gut. Okay. Vielleicht doch nicht so ganz. Jetzt. Okay. Und das haben wir vorhin schon geschafft. Oh, rutschen ist eine gute Idee. So, aber das ist jetzt... Ach was. Wieso war ich da vorhin zu langsam? What? Ich bin doch auch jetzt gerannt. Die ist einfach durchgekommen. Schiebung. Muss ich da auch durchrutschen oder wie? Geht es dann besser? Aber jetzt habe ich zumindest den Teil gecheckt. Man geht hinter die Säule. Gut, dass ich das gesehen habe, lol. Okay, jetzt. Gott. Hier das gleiche. Rüber, zurück. Und dann durch. Okay, so. Aber jetzt... Okay. Lol, hier ist das Ziel. Ich bin so eine Nuss, ne? Wir haben einfach direkt vor dem Ziel jedes Mal versagt. Aber da muss doch jetzt noch irgendwo so ein Secret sein. Wir haben das Secret bisher nicht gefunden. Also dann ist es doch extremst kurz und ich habe das Secret einfach nicht gefunden, oder was? Oder es gibt doch nicht in jedem so ein Secret-Ding. Weiß es nicht. Aber hier ist nichts mehr. Ist hier noch was dahinter versteckt oder so? Nee, okay. Ja gut, dann haben wir jetzt ein Achievement. Und jetzt ist da wahrscheinlich der Time Trial freigeschaltet. Wo waren wir denn drin? Da waren wir drin, Transient Temple. Na, Time Trial habe ich noch nicht und das habe ich auch noch nicht. Aber woher soll ich wissen, wo das ist, dieses Ding? Oder taucht es jetzt erst auf? Also kann ich jetzt hier Time Trial sozusagen spielen? Disable Checkpoints. Oh mein Gott, nein. Ich muss in einer Minute zum Ziel kommen. Wollt ihr mich verarschen? Wie soll man das in einer Minute schaffen? Also, we talk. Ja, scheiße, das war's. Uff, okay. Nee, Time Trial ist dann, glaube ich, eher nicht so meins. Kannst du nochmal probieren, aber da muss ja alles laufen dafür. Ja, nee, okay, Time Trial ist nicht meins. Aber dann würde ich jetzt gerne fast nochmal dieses Ding finden. Ich will nicht restarten, ich will es beenden. Nein, ich will es beenden. Wie beende ich denn das? Hier oder was? Oder einfach rausgehen. Okay, einfach rausgehen. Gut, aber wie finde ich? Find a secret collectible. Habe ich das so schlecht jetzt? Oder ist da einfach keins? Egal. Lass ein anderes spielen. Wobei, wir müssen ja für die Achievements irgendwo eins von diesen Dingern finden. Und irgendein Time Trail müssen wir auch schlagen. Oh je. Okay, lass mal Autumn Plain probieren. Das hat eine geringere Schwierigkeit. Vielleicht schaffe ich ja die geringere Schwierigkeit. Aber es ist da oben die ganze Zeit dieses Ding. Geht es irgendwie weg? Kriegt das Time Trial nicht mehr weg da oben. Ah. Nee, ich krieg's nicht mehr weg. Kann ich das resetten? Kann ich nicht resetten. Na gut, dann muss die 54 da stehen bleiben. Es tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Ich kann ja nichts für Bugs. So. Gucken wir mal, ob der Parkour Time Trial mäßig vielleicht machbar wäre. Oder ob das auch irgendwas total Schwieriges ist. Aber der hatte eine
der hatte den leichteren Schwierigkeitsgrad als Anzeige, deswegen probiere ich den mal aus. Okay, das ist schon der Checkpoint. Bisher alles easy. Also bisher alles richtig easy. Keine Gefahr, kein gar nichts. Einfach nur ein bisschen Parkour. Okay, hier machen wir den Time Trial. Das weiß ich jetzt schon. Hier machen wir den Time Trial. Sowas von safe. Okay, das ist Ziel. Easy. Gut. Gut, da machen wir den Time Trial. Und zwar genau da. So, wo ist Time Trial? Ich muss das mal finden. Okay, hier ist alles dicht. Ach, hier ist das Time Trial, okay. Let's go. So. Jetzt ist nämlich auch die Zeit oben resettet worden. Also 40 Sekunden ist aber schon sportlich. Vielleicht gibt es da auch irgendeine Abkürzung oder so. Ich weiß es nicht. Ob das einfach der normale Weg ist, den man gehen muss. Oder ob man auch abkürzen kann. 20 Sekunden? Weiß nicht. Das wirkt für mich nicht realistisch. Dafür ist es doch noch ganz schön weit. Ja, ja. Wobei, so weit ist es auch nicht mehr, ne? Hier rüber noch. Ja, okay, doch, das geht schon klar. Nice. Aber habe ich den jetzt geschafft? Oder ganz knapp nicht? Doch, 2 von 3, okay. Dann suchen wir jetzt hier mal noch den Token. Nee, doch nicht, hä? Hä, wieso ist das jetzt nicht sehr okay? Wir können aber jetzt mal den Token in Ruhe suchen. Ah, guck mal, das ist immer noch die 54. Okay, die 54 geht auch nicht mehr weg. Ja, gut. Dann ist das halt so. Aber oben entsteht 2 von 3 Errungenschaften, also wurscht. Wir haben einen Time Trial geschafft. So. Auch wenn das Spiel das noch nicht so akzeptiert hat. Okay, da komme ich nicht zu dem Ding hin, weil da ist eine Wand. Also manche Dinge, wo man denkt, da ist was Secret-artiges, da kommt man gar nicht hin. So. Kann ich da hoch? Ja. Kann ich da rüber? Bestimmt nicht. Nein, okay. Aber dann gucken wir mal zu dem Haus. Das ist auf jeden Fall offen. Schade. Oh, das ist auch offen, aber auf die Seite. Verschlossen. Ist da was drin? Sieht man das von hier? Ob ich da irgendwie reinkomme? Nee, ist einfach verschlossen. Okay, interessant. Verdächtig, sehr verdächtig. Ist hier in der Grube vielleicht was? Nee, in der Grube sehe ich auch nichts. Kann ich da hoch? Nein. Da ist noch ein Haus. Komme ich da hin? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, da ist alles dicht. Hier kann ich hinter. Habe ich gedacht. Nee, da komme ich nicht hoch, oder? Von dem Schild aus vielleicht. Ist das so gedacht, vielleicht? Oh mein Gott. Aber da ist nichts. Doch, da ist was. Nein, da ist die Levelwand. Okay, da ist nichts. Schade. Aber witzig, dass man hin kann. Darüber komme ich aber auf keinen Fall. Nee. Da drüben ist es. Hab's gefunden. Achievement Nummer 3. Easy. Sehr schön. Gut. Dann haben wir uns hier auch umgeguckt. Aber finde ich cool. Können wir später nochmal ein paar mehr Sachen von machen. Ich muss nur kurz mal pausieren. So, da bin ich wieder. Also für euch bin ich gar nicht weg gewesen übrigens, weil ich habe einfach Pause gedrückt. Das funktioniert ja jetzt ganz gut mit OBS, nachdem ich das rausgefunden habe. Mich würde natürlich noch interessieren, ob wir noch so einen Secret Exit finden. Weil es hieß ja auch, es gibt Secret Exits in den Leveln, aber vielleicht gibt es den auch nicht in jedem Level. Das ist halt, ich weiß es halt nicht, ne? Woher soll ich das auch wissen? Weil ich finde halt ein bisschen blöd, dass es hier so viele Wände gibt. Dass man so wirklich komplett einfach gehindert wird zu erkunden. Das ist ein bisschen schade. Weil man so halt auch nicht weiß,
ist man hier secret-technisch auf dem richtigen Weg. Na, weil hier runter, da lande ich dann nur wieder da, wo ich eh schon war. Also das ist kein Secret Exit hier leider. Nee. Vielleicht gibt es aber auch da eben nicht wieder überall einen Secret Exit. So kann ja sein. Könnte sein, dass man da hoch kann. Probieren wir jetzt erstmal aus. Ne, da komme ich nicht hoch. Über den auch nicht, ne? Nee. Okay, dann erstmal hier rüber. In dem Wasser... Oh, hier könnte natürlich was sein. Schade. Ja, aber hätte natürlich sein können. Schade, schade. Hier nach hinten vielleicht? Ist da jetzt die Frage, taucht da eine Wand auf oder kann ich da rüber? Okay. Egal, wir haben die Achievements. So, dann gehen wir mal wieder raus. So. Okay. Ja. Find a secret exit out of a level. Ist halt die Frage, ob das überall gibt. So, das weiß man halt nicht, ne? Warum das Time Toll jetzt hier nicht ausgelöst ist, aber das... Naja, ist egal. Das ist dann wahrscheinlich so die... Das Ultimative, da muss man 7 solche Dinger gefunden haben. To Golden Vault, hey, da steht gar... Was ist das? Das ist gar kein Level, oder was? Ah, da kommt man hin, wenn man... okay. I see. Interesting. Was ist das? World Stern. This Portal is locked. World Dings. Portal is locked. Ey, da ist so viel Zeug, ne? Also das ist das, was ich meinte. So, in Fortnite selbst ist einfach ein richtiges Spiel im... Ach, guck mal, hier gibt's wahrscheinlich einen Secret Exit. Und hier gibt's den nicht. Ah, okay, okay, okay. Und da drüben hätte es auch keinen gegeben. Okay, I see. Aber dieses Ding hätte es da drüben gegeben. Das haben wir nicht gefunden. Ist fast ein bisschen ärgerlich. Würde ich fast gerne noch suchen. Andererseits bringt es jetzt halt auch nichts mehr. Gerade. Also. Hm. Ihr könnt ja mal schreiben. Ich hoffe nur, dass es bis dahin das Ding noch gibt. Aber ich denke nicht, dass es hier gelöscht wird. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr gerne mehr hiervon sehen wollen würdet. Dann kann man das gerne tun. Jetzt aktuell gehe ich erstmal weiter Dings machen. Aufträge. Aber sehr cooles Ding. Sehr cooles Ding. Also wenn ihr davon mehr sehen wollt, von diesem Parcours, weil das finde ich halt, das sind so, das ist so atmosphärischer Parcours auch. Das ist nicht nur so, ja, einfach geradeaus und über Hindernisse, sondern das ist auch noch atmosphärisch. Finde ich cool. So. Okay, nun. Sammle Ressourcen in Player versus ein Auslöser. Komm, wir gucken uns das mal an, was das ist. Wir gucken uns mal an, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Sammle Ressourcen. Wo ist PvE? Ach, ein Auslöser da. Maximal 4 Spieler Erkundungssimulator überleben. Ach so, das ist eine Art Minecraft oder was? Vom Konzept her. Ah, okay. Ja, rein da. Das ist dann irgendwie so ein... Aber was heißt dann sammle Ressourcen? Also... Ach so, 0 von 3000. Okay. Der ist jetzt eh automatisch verfolgt, aktuell der Auftrag. Okay. Ja, dann gucken wir mal, was passiert. Wie lange es dauert, Ressourcen zu sammeln. Ah, das ist ja wahrscheinlich so Holz und so Kram als Ressourcen. Ja, doch, ich check's, denke ich. Mal gucken. Survival Frozen Hardcore. Ich denke, das Normale kann man machen, ne? Muss ich das irgendwie aufmachen oder was? Ach, automatischer Start, da geht schon los, okay. Na dann. Let's go. Lol, ich habe schon 9 von 3000. Hä, okay. Englisch.
Starts with a trigger as the game will find a trigger. When you attack the trigger, building material and crafting. Okay. Dann pressen wir doch mal den Trigger. Ist das der Trigger? Keine Ahnung. Wahrscheinlich geht's erst da los, lol. Okay. Ah, das ist der Trigger, oder was? Habe ich schon irgendwas bekommen? Ah ja, da. 90 Holz. Sehe ich jetzt gerade. Okay. Jetzt muss ich mich da... Oh, jetzt muss ich bauen, oder was? Hilfe. Gilt das auch als Material? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich baue mich mal... Wo baue ich mich denn mal hin? Darüber... So, wie baue ich jetzt? X oder was? Aha. Wie baue ich jetzt? So. Okay, jetzt muss ich mal bauen. Auch witzig. So, was kann ich hier tun? Ach so, found a field. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Kuh? Ja. Kann ich da jetzt Fleisch, aber Fleisch an Plant Seeds, okay. Faserige Kräuter. Faserige Kräuter. Ach, das konnte ich einfach anbauen jetzt, oder was? Aha. Aber wir haben jetzt 30 von 3000. Ach, du Schande. Okay. Aber ich brauche auch 10 Stück für jedes von den Dingern. Da muss ich da wahrscheinlich wieder an den Rand gehen und da weitermachen, oder was? Eieiei. Ja, ich würde gerne mal darüber kommen. Okay, aber jetzt brauche ich neues Material, oder wie sehe ich das? Kann ich das Schild abbauen? Found a Workshop? Upgrading. 0 für... Okay, was passt? Oh, guck mal hier. Was kann ich mit dem jetzt? Jetzt habe ich den einfach und der ist weg. Okay, der ist weg. Ich habe den Pilz eingesammelt und der ist weg. Okay. Found the Enchanted Cube? Indem ich die einfach haue? Oder war das jetzt Zufall und gerade... Also ich kann hier nichts weiter tun. Nee, so nicht. Okay. Aber ich habe immer noch nur 30 von 3000. Das beunruhigt mich ein wenig. Muss ich hier wieder Sachen sammeln oder was? Oh lol. Mach dich mal weg, Kollege. So. Oha. Kann ich auch noch schießen? Was ist das denn? Alter! Ich hab keine Waffe, Hilfe! Wo haben die Waffen herbekommen? Ist hier eine Waffenkiste oder irgendwas? Oh, guck mal, jetzt habe ich aus irgendeinem Grund 110 von 3000. Also das ist ganz merkwürdig. Da liegt eine Waffe rum. Nee, keine Ahnung, was das ist. Würfelmonster. What? Found some beds. Kann ich das abbauen hier? Aha. Okay, hier kriege ich Holz her. Okay, hier habe ich jetzt ein paar Ressourcen mal bekommen. Kann ich das jetzt auch wieder pflanzen? Was tue ich hier? Okay.
Jetzt habe ich wahrscheinlich Holz gepflanzt oder was? Okay. Tierknochen habe ich nicht. Ach so, nee, ich kann hier nichts machen. Ah, damit pflanze ich die Dinger wahrscheinlich wieder, okay. Ich versuche mal darüber zu bauen. Vielleicht komme ich da ja hin. Irgendwie. Was auch immer das ist. Aber das ist bestimmt sinnvoll, darüber zu bauen. Brauchen wir eine Treppe? Mhm. Mhm. Dann brauchen wir wieder das Ding. Ja. 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 Dann wieder nach oben. Dann wieder so. Jetzt baue ich da einfach mal einmal außenrum. Vielleicht kann ich den ja irgendwie abbauen. Ah, den muss man abbauen scheinbar. Oh, scheiße. Ich habe keine Waffen. Wo kriegt die Waffen hier immer? Ich habe keine Waffen. Wo kriegen die Waffen her? What the hell ist hier los? Holy moly. Also die Dinger müssen wir kaputt machen. Ich verstehe. Eieiei. Wild. Okay, hier kann ich wieder pflanzen, scheinbar. Irgendwo habe ich Sachen. So, ich habe einfach dreimal E gedrückt. Keine Ahnung, ob es was bringt, aber ich konnte plötzlich E drücken. Aber wo haben die... Okay, da ist ein Bett. Da kann man dann pennen. Upgrading, oh je. Aber wo haben die denn immer ihre Waffen her? Check das nicht. Bräuchte man Apfel, so. Ah, jetzt habe ich aber ja Tierknochen, die ich hier irgendwie einpflanzen. Jetzt habe ich keine Tierknochen mehr. Aber ich hatte doch Tierknochen. Ah, guck mal hier. Und wie nutze ich die jetzt? Hä? Kann das jetzt nicht tun. Was? Aber ich habe doch Tierknochen. Ne, jetzt nicht. Munition, Pfeile. Würfelmonsterteile. Ja, was soll ich damit? Ich hatte Tierknochen. Keine Ahnung, wo die jetzt hin sind. Da unten sind Fische. Was kriege ich hier? Nix. Cool. Aber wo gibt's Waffen? Oh, lol. Hier sind 3 Millionen Sachen gewachsen. Erstmal Energie holen. Dann pflanzen wir wieder. Okay. Habe ich jetzt gepflanzt? Scheinbar. Faserige Kräuter steht jetzt überall. Dann habe ich gepflanzt. Okay, cool. Kann ich jetzt da nochmal hoch? Hä, wieso ist jetzt das ganze Ding wieder weg? Wieso ist der Weg da weg? Haben das die Monster kaputt gemacht? Muss ja fast. Muss ja fast von den Monstern kaputt gemacht worden sein. Was so richtig kaputt geht, ist auch nicht, oder? Also ich sehe nicht, dass wir dem Schaden machen, dem Kollegen. Oder geht der Streifen da zurück? Ich sehe es nicht. Keine Ahnung, was man hier tun muss. Okay.
wir vielleicht hochgehen? Okay, da kann man gar nicht hochgehen. Das ist ja ärgerlich. Oder? Nee, also das macht überhaupt dem nichts. Warum ist dann... Kann ich das abreißen? Okay. Aber das bringt nichts, ne? Nee. Aber das dauert ja ewig, hier Ressourcen zu sammeln. Oh, weiß ich nicht, ob ich das so cool finde hier. Was ist denn das für ein Frosch? Hab ich ja noch nie gesehen. Was ist denn hier los? Okay, hier kann man Sachen kaufen, oder was? Ich check gar nichts. Ah, hier gibt es Munition für 50 Holz, oder was? Okay. Ah, hier kann man wahrscheinlich dann doch Waffen kaufen. Open the workbench. Ah, okay, ich verstehe. So ein bisschen verstehe ich zumindest. Aber viel auch nicht. Konditionen voll, cool. Hä, wieso kommt jetzt da die... What the hell? Müssen wir jetzt schlafen gehen, damit es weggeht, oder was? Oder sind wir jetzt einfach tot? Okay, lol. Das hat uns einfach jetzt so Energie abgezogen, weil es Bock hatte. Okay. Was bist du? Ja, dann geh halt. Also hier bekomme ich am ehesten Ressourcen zusammen. Jetzt haben wir gerade mal 500 knapp. Oh je. Aber ich weiß halt nicht, wie ich hier wieder was einpflanzen kann. Das. Ach doch, hier, plant a tree. Zack. Ach so, und mit Knochen würde man das schneller wachsen lassen, wahrscheinlich. So ist es wahrscheinlich gedacht. Okay. Wie in Minecraft halt Bone Meal, ne? Was ist das? Activate Emotes in this area to get to the storage. Oh, lol. Das Achievements? Ja. Item Trade. Der will 4 Fleisch. What? Alter, ich check nix, ne? Alter, das ist ein Dinosaurier. What the hell? Da oben ist jetzt so ein Bus. Okay. Ich nehme an, das Ziel wird wahrscheinlich sein, alle von diesen Dingern kaputt zu machen. Also alle von diesen Kristallen. Aber... Oh, was ist da unten? Use Cube Monster Parts to successfully survive. Note that you can only enchant either protection or work efficiency. Ich habe doch so Cube Monster Dinger, genau. Ach, hier! Mal 50, mal 25. Okay, da muss man die Cube-Monster-Dinger hinbringen, wenn man dann mal was hat. Da unten wäre auch noch was, wo man hinbauen. Jetzt komme ich aber nicht mehr hoch. Ja, geil. Ah, doch, ich komme wieder hoch. Okay, alles gut. Alter, ich bin mehr als verwirrt, was das hier alles angeht, ne? Aber wir haben gerade ganz schön viel Holz. Wir könnten mal wieder ein bisschen weiterbauen, unser Dings. Ich habe... Hier irgendwo habe ich sowas Gelbes gesehen. Wo ist denn das hin? Da wollte ich hinbauen. Wo ist denn das? Ach, da drüben. Bau mal zu der Kugel. Es ist bestimmt sinnvoll, da hinzubauen. Oh, liegt da gerade eine Waffe? Nice. Oh, da liegt noch eine Waffe.
Ich habe auch Granate jetzt plötzlich. Okay, das können wir mal essen. Aber nicht viel Munition. Aber hier wollte ich mal hinbauen. Genau, was ist das? 60 steht da. Wir bauen einfach mal runter. Wir gucken mal, was kommt. C. Ich will runterbauen. Wie baue ich runter? Hallo? Ich weiß noch nicht, wie man das macht. Drehen, Material, bearbeiten. G. Ich will runterbauen. Alter, ich kann das nicht. So geht's nicht. Ah, drehen, R. Ah, I got it. Oh, das ist vielleicht nicht so der beste Weg hier runter. Ah, jetzt, okay, dann muss ich so wahrscheinlich ran. Okay. Dann hier runter. Jetzt lerne ich unbeabsichtigtes Bauen. Ist auch wieder. Auch wieder witzig. Werd noch voll der Bauprofi. Nein, natürlich nicht. Okay, haben wir jetzt die Dings erreicht? Kann ich da jetzt anbauen? Was ist das? Muss ich da einmal außen rumgehen oder was? Was ist das? Wie komme ich da hin? Hallo? 60. Ich habe hingebaut, aber was muss ich tun? B drücken? B steht da, aber das hat auch nichts gebracht. Nein! Das war nicht ganz mein Ziel. Komme ich jetzt wieder da rein? Let's go. Ja, okay, ich komme da rein. Aber was ist jetzt das da unten? Was soll ich da? Was kann ich da? Guck mal, hier liegt jetzt voll die krasse Waffe rum. Okay, dann nehme ich die krasse Waffe jetzt mal mit und versuche das da oben jetzt mal wieder kaputt zu schießen. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht kann man es jetzt ja kaputt kriegen mit der guten Waffe. Oh, hier liegen ganz viele von den Cubes. Und Tierknochen. Scheiße. Okay, die machen die Dinger kaputt, oder was? Alter! Okay. Ah! Hat der... Oh, was hab ich... was bin ich traurig? Okay. Was hat ich denn da gerade in der Hand? Holy moly. It's a zombie panic. Ah ja, habe ich gemerkt. So. Okay, wir bauen uns wieder darüber zum 3000. Mal. Gefühlt. R. Nach oben. Und wieder außenrum. So, und kann ich das jetzt angreifen, das Ding, oder nicht? So, juckt es den irgendwie? Ich hab nicht das Gefühl, dass das ihn irgendwie juckt. Ja, das geht überhaupt nicht zurück nach... Was ist denn das... Was ist denn das immer, was man da in der Hand hat? Hä, das sieht voll weird aus. Okay, keine Ahnung. Das ist scheinbar ein Grafikfehler. Weiß nicht, was man damit soll. Aber mir scheint, wir können die noch nicht kaputt machen. Okay, ich... Ich helfe da mal ein bisschen aus. Oh, aber mit denen droppen... Oh, aber die droppen schön Sachen. Die droppen schön Ressourcen. Das ist natürlich nett. Oh. Interesting. Okay, über so Zombies töten kommt man recht gut an Ressourcen ran.
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oh, das sind die nächsten. Ah, nö, Mann, dass die immer die Sachen kaputt machen müssen. Aber ich komme noch nie... Also, wie lange dauert das, bis ich bei 3000 bin? Das ist ein bisschen viel. Oder ich mache irgendwas falsch. Weiß es nicht. Weil... Alter. Die ganzen anderen Sachen so... Ne? Gehen relativ schnell. Und das dauert einfach 3 Jahre gefühlt. Oh. Geht das wieder los? Ja, okay. RIP Ass. RIP Ass. So. Guck mal, da runter kann man auch noch. Was ist denn da unten? Oh. Doch, du machst erstmal einen Abflug. Also, was? Hä? Okay. Da ist doch gar nichts mehr. Okay, was ist denn da unten? C, R. Nochmal? Nee, jetzt geht's schon rüber. Ach ja, aber ich komme auch nur zum Storage. Das haben wir doch schon, das Storage. Oder was ist das denn? Wie viele habe ich jetzt eigentlich? Jetzt habe ich 36 solche Dinger und 5 Bone Meal, okay. Und anderes Zeug hier. Aber jetzt kommen da schon die nächsten. Aber können wir diese Dinge jetzt irgendwie kaputt machen oder nicht? Ich check das nicht. Okay, das ist jetzt nicht so cool. Okay, das ist jetzt gar nicht so cool. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hallo? Ich hänge. Ich bin stuck. Ich bin tot. Alter, wir haben gerade mal 712. Wir haben noch nicht mal ein Drittel. Nicht mehr normal. Kann ich nicht einfach hier abbauen, bis ich diese Dinger zusammen habe? Ah, ich baue dann auch Gegner ab, oder was? Ach so. Mit der Zeit baut mir immer mehr Sachen ab. Ich verstehe. Schieß. Aber das hat jetzt gar nicht als Ressource gezählt, auch was ich hier einsammle gerade. Zählt das wenigstens? Okay, das zählt als Ressource. Jetzt haben wir 774. Ey, das ist so albern. Also das ist als normales Spiel bestimmt cool und alles. Da will ich gar nicht so rumrenten. Aber so jetzt fühle ich das irgendwie nicht. 777, Alter, ey. Wie kommt man hier schnell an Ressourcen? Das ist halt die Frage.
Jetzt habe ich 808. Wo kommen jetzt? Wo kam jetzt in der kurzer Zeit kam jetzt so viel Zeug her? Ich check das nicht. Also was habe ich jetzt eingesammelt, was mich zu 808 gebracht hat? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einfach wechseln. Einfach durchwechseln alles. Nee, klappt nicht. Schade. Oder war das was anderes, was ich gesammelt habe? Ah, jetzt. Seht ihr da oben die Zahl? 831. Ich muss einfach so verschiedene Sachen hochwechseln. Ich muss einfach so verschiedene Sachen rumwechseln. Dann zählt es als Einsammeln. Das ist ja interessant. Okay. Okay, dann trickst du mir einfach ein bisschen rum. Das ist dann wahrscheinlich am leichtesten da drüben. Wartet mal. Wartet mal. Habe ich hier schon alles eingepflanzt gerade? Okay, ich pflanze mal hier die 3 Millionen Sachen ein. Und wenn es hier wieder da ist, dann müsste ich hier nämlich einfach durchwechseln können. Das wäre ja wild. So, es dauert jetzt ein bisschen, bis das kommt. Dann gehen wir da mal wieder hin. Aber so Waffen zählen nicht als Ressourcen, das ist klar, ne? Waffen zählen nicht. Aber die anderen Sachen, wenn da jetzt irgendwie so Früchte oder so Zeug rumliegen. Das zählt halt schon. Und vor allem Fleisch. Oh, Fleisch zählt auch. Nein, jetzt haben die... Jetzt machen die wieder einen Abflug hier. Nein, X. Oh, und das könnte auch... Nee, das ist was anderes. Das kommt nicht wieder zum Einsammeln. Ich brauche irgendwas, was liegen bleibt zum Einsammeln. Genau, euch. Mann, wieso... Oh. Aber das ist die Idee. So kommen wir schnell an die Dinger ran. So kommen wir schnell an die Dinger ran. Das probieren wir aus. Hier nämlich Fleisch und hier auch. Und wenn ich dieses Fleisch jetzt so ein bisschen hin und her wechsle. Dann zählt es immer als neu einsammeln. Seht ihr das? 934. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt wieder. 935. Okay, wieso 935? Was ist denn? Wieso geht's jetzt so langsam? Jetzt funktioniert es gerade nicht mehr. Ne, jetzt funktioniert es gerade nicht. Okay, vielleicht geht es nur eine Zeit lang mit den Sachen. Keine Ahnung. Das wollte ich nicht kaputt machen. Scheiße. Okay, jetzt geht's gerade wieder ganz gut. 1061 bin ich jetzt einfach gelandet. Wie auch immer. ...1062... ...1064... Sind da die Dinger? Okay, da sind die Dinger. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Aber manchmal kann ich dann einfach nicht mehr einsammeln, auch komischerweise. Jetzt kann ich wieder ein bisschen was einsammeln.
Okay, es geht, wenn ich mit durchscrolle zusätzlich, dann geht es ein bisschen besser. Auch wenn ich es noch nicht so ganz verstanden habe. Es ist so albern. Es ist so albern. Also ich hoffe, dass das die dümmste Variante von den Achievements ist, die es hier gibt. Okay, hier passiert kaum was. Also hier, ich musste schon bei dem Essen machen am besten. Die denken sich auch, was macht der Typ da? Okay, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt... Das ist jetzt zum Zuschauen nicht mehr spannend, ne? Ich werde es jetzt einfach privat machen, bis ich die 3000 voll habe. Das ist nichts mehr zum Zuschauen für euch. Das ist auch irgendwie Quatsch. Das ist auch irgendwie Quatsch. Aber ihr seht, es funktioniert. Also, keine Ahnung. Ich wüsste aber echt gern, ob es irgendwie eine schnellere Möglichkeit gibt. Irgendwann bleibt es halt immer hängen. Ich weiß nicht, warum es dann manchmal hängen bleibt und einfach nicht weitergeht. Das verstehe ich nicht. Wieder abgegradet gleich. Ja, keine Ahnung. Oh, okay, die sind jetzt aber auch schon da hochgekommen. Was ist denn das da oben? Du machst einen Abflug. Nein, 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 nein. Ihr macht hier wieder alles kaputt. Ihr macht hier nur wieder alles kaputt. Lasst mich in Ruhe. Was ist da oben? Ist an dem Bus irgendwas cool? Kann man da irgendwas machen? Sie hat den Bus abgebaut. Muss man die Busse vielleicht auch zerstören oder so? Okay, was ist das Ding jetzt? Okay. Was war das denn? Okay, das zählt leider jetzt nicht zum als Einsammeln, ne? Das ist ganz komisch. Das zählt jetzt als Einsammeln. Hier, die Chili und das Ding wechseln. Aber warum? Das hat irgendwie hat es einen Timer, dass man nichts mehr einsammeln kann. Jetzt geht's nämlich wieder. Okay, so ging es gerade am besten. Jetzt geht's wieder los. Okay. Also einfach hier stehen bleiben und es immer wieder machen. Jetzt sind wir bei 1308. Gleich haben wir die Hälfte. Ich verstehe halt nicht so ganz. Oh, der Bus ist wieder da. Was kann ich hier tun? Look at the sky castle you've built. Kann ich an dem irgendwas tun? Oder den einfach nur zerstören? Kann nichts tun. Ja, keine Ahnung. Wozu ist das jetzt hier? Ich wüsste schon gerne. Ha. Probier mal was. Ich nehme mal beide mit. Dann die nehme ich vielleicht auch noch mit. Ne, die hat nur noch einen Schuss. Dann machen wir das so. Warte mal, ich kann ja mit dem Ding jetzt fliegen. Hui. Nice. Dann gucken wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen, dass wir alles voll machen mit Essen. Also so. Und noch hier, so. Ah, das macht jetzt das auf. Das ist noch ein neues Essen. Okay. Und dass wir jetzt die mal versuchen durchzuwechseln. Jetzt brauche ich noch ein was sozusagen noch Essen wäre. Kriegen wir noch irgendwas, was Essen ist, was anders ist als die Dinge? Ah, der Maiskolben. Perfekt. So, jetzt wechseln wir das mal durch.
Auch mal wieder hier hin und vor und zurück. Aber trotzdem, nach einer Weile kann ich kein E mehr drücken. Das ist einfach so ein Cooldown irgendwie oder sowas. Weiß es nicht. Also es ist super weird. Es ist super weird. Aber ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, die ich habe. Ja, wo ist denn das jetzt da? Ich glaube, es ist die beste Möglichkeit, die ich habe, um das hinzukriegen auf schnell. Okay, ich pausiere und wenn wir jetzt die 3000 voll haben, dann melde ich mich gleich wieder. Wir haben gleich die Hälfte, yay. Es ist so ein Schwachsinn. Es ist so ein Schwachsinn. Also da hätten sie sich was Besseres ausdenken können. Weiß ich nicht. Boah, da drüben ist aber auch richtig Party. Zombie-Party! Und man sollte halt meinen, das ist irgendwas, was schnell geht, so, aber das geht halt nicht schnell. Es dauert halt gefühlt ewig, dieses Zeug einzusammeln. Diese Ressourcen. Alter, noch mehr Zombies. Jetzt wird's rot auf einmal. Was ist jetzt los? Hilfe. Ich habe die Waffen nicht mehr. Ich will die Waffen wieder. Na, die ist schlecht. Da habe ich keine Munition für. Da habe ich auch keine Munition für. Da habe ich auch fast nichts für. Hilfe! Da habe ich was für, aber nicht viel. Okay, jetzt ist nicht mehr rot. Alter. Okay, ich kann nicht mehr schießen. Okay, da kommen jetzt die nächsten. Aber ich habe keine Waffen. Menno. Ja, jetzt bin ich tot. Aber warte, ich kann hochfliegen. Hui. Ich verstehe nicht ganz. Also, keine Ahnung. Oh, wo geht's denn da hin? Oh, was haben sie denn da entdeckt? Okay, da müssen wir mal kurz hinschauen. Ach so, wenn man nicht ins Bett geht, okay, dann geht der Sturm los. Aber was haben sie denn da unten entdeckt? Da ist auch nochmal Stuff. Was ist denn hier? Irgendwelche Achievements oder was, was man... Aber das haben die dann scheinbar schon geschafft. Was immer hier los ist. Aber guck mal, jetzt sind wir doch... Aus irgendeinem Grund sind wir jetzt relativ schnell auf 1700 gekommen. Und ich weiß nicht, was ich gemacht habe dafür. Ich habe da oben ein bisschen gekämpft und dann gingen die Dinger hoch. Okay. Was ist das denn? Bruder. Oh, shit. Rip me. Ich sollte was essen. Schneller essen, als mich das Ding runterfetzt. So. Was ist das denn krasses? Okay. Aber was kann man hier? Ich verstehe es nicht. Jetzt hat hier einfach alles vollgebaut. Da oben ist einfach eine Waffe in der Luft. Okay. Ey, wo ist meine Fernbedienung? Scheiße, ich habe meine Fernbedienung verloren. No, ich kann nicht mehr fliegen, ich habe meine Fernbedienung verloren. Die ist wahrscheinlich runtergefallen mit... Mist.
Das zählt ja alles hier nicht als... noch irgendwas davon hat jetzt gerade als Dings gezählt. Ich weiß aber nicht was genau. LOL! Die bringt man damit zum Tanzen. Bescheuert ist das denn. What the heck? Okay. Okay. Ist jetzt da unten schon irgendwas offen? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe da vorhin runtergebaut, aber ich weiß nicht, was man damit anstellen kann, ne? Das ist einfach da. Check halt einfach nix hier. Ja. Keine Ahnung, was das bringen soll. Was sagst du zu dem Ding hier eigentlich? Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich bin tot. Alter. Okay, ich mach jetzt alleine weiter. Ihr könnt... Das ist so ein Schwachsinn. Also ganz ehrlich, es ist so ein Schwachsinn. Aber ich bin jetzt schon so weit. Jetzt aufhören wir halt auch blöd. Weiß nicht. Na, wir haben schon über die Hälfte. Waffen zählen zum Glück. Also leider nicht. Waffen zählen leider nicht. So, eingepflanzt habe ich alles. Oder so. Zumindest ein bisschen. Hm. Ich check's nicht, ey. Ich check's einfach nicht, was jetzt der Sinn von dem Ganzen hier ist. Aber ich glaube, die anderen checken's auch nicht, weil ich glaube nicht, dass wir das Richtige hier machen. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir hier irgendwas richtig machen. Wirklich nicht. Oh, hier klappt es wieder jetzt nicht. Ah, scheiße. Wenn ich die abbaue, kriege ich ja auch nicht die Teile, ne? Nee. Das ist echt blöd. Das ist echt blöd. Hoppala. Nein, hier runter. Okay, das geht nicht. Dann so. Ach, E-Open stand da. Oh, das habe ich jetzt erst gecheckt. Wenn man die Kiste kommt, kann man die mit E öffnen. Huch. Sollte ich vielleicht mal tun. Ich warte jetzt nochmal, bis die Kiste kommt. Oh, nee, Zombie-Party. So, hier. Habt eure Zombie-Party. Nervensägen, echt. Ah, jetzt wieder was zum Schießen. Okay, tschüss. Nein, ich will so eine Kiste wieder haben. Nur so vor, da bin ich der Einzige, der noch hier unterwegs ist. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der noch hier ist. Ich weiß es nicht. Kiste. Öffnen. E-Open. Habe ich es jetzt geöffnet? Keine Ahnung. Aber jetzt sind wir irgendwie bis 2019 gekommen. Also ich weiß nicht ganz, wie das hochgeht. Ich habe das einfach noch nicht gecheckt, wie schnell es hochzählt. Jetzt sind wir bei 2028. Aber ich glaube, es ist wirklich jetzt nichts mehr, was noch irgendwie spannend ist, was man noch was sieht. Warte mal, wir haben jetzt 220 von den Dingern. Ich könnte jetzt mal hier in dieses Enchantment-Ding gehen, ne? Wo ist denn das gewesen? Das können wir vielleicht mal schnell noch machen. Da ist das Enchantment, da unten. Okay.
Nein! Oh mein Gott. Aber da gehen wir mal noch schnell hin. Weil da konnte man ja irgendwas tun. Da konnte man ja irgendwas tun. Die ist eine ganz andere Farbe. Okay. Interesting. Wo ist dieses Enchantment jetzt? Hier. Okay, so. Für 220 kann ich... Maximum Health, okay. Working Efficiency, Speed Up. Immortal Lama lets you keep items after your beaten. Ich habe doch eh mein Zeug noch, keine Ahnung. Research on Chickens. Doubles the number of items you get. Okay, wenn wir das haben, ist cool. Schalte ich die jetzt frei, dann muss ich dir dafür hergeben. Ah, ich gebe die dafür her. Scheiße, okay. LOL, aber das hat richtig EP gegeben gerade. Oh mein Gott, einfach 47.000 EP. What the heck, sick. Dann machen wir doch gleich noch mehr davon. Yo, das gibt die richtig krass EP für die normale, für das normale Spiel. Finde ich gut. Finde ich gut. So, jetzt muss ich da wieder hochkommen. Okay. Oh, guck mal, da drüben ist auch wieder ganz viel Stuff. Vielleicht können wir da jetzt ein bisschen weitermachen. Ja. So in etwa. Also verstehen muss ich es nicht. Also verstehen muss ich das Konzept nicht. Vor allem, es erschließt sich mir halt auch noch nicht, wann... So wie das hier, was man hier wirklich tun muss. Ich dachte halt, die Dinger zerstören, aber die tun sie ja überhaupt nicht. Also die, da passiert ja rein gar nichts, wenn man die versucht zu zerstören. Also ich hoffe wirklich sehr, die anderen Minigames haben nicht solche albernen Dinger. Ich meine, die anderen waren bisher echt cool, die wir gemacht haben. Das hier ist jetzt, wenn man das Achievement haben will, halt echt albern. Oh mein Gott, ey. Warum tue ich das? Aber wir sind bei 2200, wir haben es bald. Jetzt lasse ich es auch an. Es gucken sich eh nur die an, die es sehen wollen, und es ist keiner mehr. Ist egal. Scheiß drauf. Aber wenn ich jetzt hier stehen bleibe und es ist eh keiner mehr da, dann kann ich auch pausieren. Ja, komm. So, ich melde mich mal kurz wieder. Ich habe einen schönen Rhythmus gefunden, ohne dass das eh ausläuft. Wenn man es nicht zu schnell drückt, dann geht das nämlich ganz gut. Seht ihr das da oben? 2054, 58, 59, 63 und so weiter und so fort. Der Rhythmus ist super und ich laufe nicht aus dem E raus. Ich verstehe überhaupt nicht, warum und wieso, aber es ist mir scheißegal. So. Warte, ist es jetzt immer 4? Ach, der Pilz, das Fleisch zählt nicht. Ah, warte mal. Das, ich glaube, ich check's gerade. Der Pilz zählt und das, der Kohl zählt, ne? Jetzt 4, jetzt 2. Jetzt 4, jetzt... Oh, ich check's, weil das 4 Pilze sind. Oha, das habe ich noch gar nicht kapiert vorher. Das heißt, hätte man jetzt irgendwas davon noch mehr... Und bei Fleisch zählt es eben gerade nicht. Bei allem anderen zählt es, aber bei Fleisch nicht. Okay, ich verstehe. Fleisch ist keine Ressource. Pilz und Dings sind Ressourcen. Okay, I see. Gut, dann haben wir es jetzt gleich. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. So ein kompletter großer Blödsinn. Muss noch was essen. Weil mir die Energie gerade runtergezogen wird, aus irgendeinem Grund. Das heißt, hätte ich jetzt gerade 4 Kohl, dann wäre es noch besser. Aber habe ich halt gerade nicht.
Ja, aber ich verstehe es. Jetzt sind wir bei 2750. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn es voll ist. Wir haben es gleich. Oh mein Gott. Yes. Und das war's. Das ist die bescheuertste Mission, die ich jemals gemacht habe. Das Spiel an sich ist sicherlich cool. Ja? Das Spiel an sich ist sicherlich cool, aber die Mission ist komplett bescheuert. Oh mein Gott. Ey, das ist... Ich komme nicht drauf klar. Yay, wir haben die Waffen. Den Waffentyp. Wir haben den ersten Waffentyp bekommen. Hurra. Es ist... Also, es ist... Ja. Ne? Also, ich hoffe, die anderen Sachen sind cool, aber das klingt alles besser. Das klingt alles besser. Das klingt alles angenehm und cool. Und da gehen wir im nächsten Part noch rein. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.